Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich bin hier mit Kevin, Steven und Stefan. Stefan gibt sich schon mal Booster. Durch die Nase. Sind das 5 Gramm? Ja, Gramm? Einfach. Passt das denn überhaupt in deine Nase? Kipp einfach. Die Leute dachten ehrlich immer. Pass auf, dass du dich nicht verschluckst. Dass du nicht einatmest. Wo ist denn dein? Ich hab im Auto. Sauer, ne? Oh Gott, scheiße. Ist Geschmacksrichtung? Nee. Geschmacksrichtung Zitrone. Aber hat das Geschmack nicht, oder? Nee. Das schmeckt Apfel, aber gar nicht so schlecht. Das schmeckt so eher nach saurem Apfel. Du bist kein Zitrone? Heidi nicht. Hast du irgendwas genommen? Nein. Nimm gleich deinen Koffeintabletten. Ich bin mir heute keinen Punkt. Oder ekelst du dich wegen dem Löffel jetzt? Nein. Ich werde einen anschlecken. Digga, er will keinen Pump, damit er nicht zu gut aussieht neben uns. Quatsch! Wie hast du es genommen? Oral. Oral rein. Ach so. War es gar nicht so schlimm. Das ist schlimm. Ich find's grässlich. Mach mal auch. Jeder nimmt sich zu nehmen. Du musst auch. Pumpenzwang. Okay. Ich bin dabei. Ich habe Herpes übrigens. Aber ich mag das echt nicht. Sehr blöd. Ich habe richtig Paranoia vor Herpes, ey. Ich hatte noch nie Herpes. Nee? Dann kriegst du jetzt. Ich habe vorher ich schon. Ich hasse solche Sachen richtig. Warum? Schmecken mir nicht. Du musst nicht schmecken. Du musst ballern. Immer das ganze Salz in deinem Gesicht, Digga. Ich finde, das geht. Aber es bleibt so eklig im Mund. Das schmeckt wie Zitrone. Ja. Ist denn Zitrone Zitrullin? Was? Das ist ja eine Schale von Wassermelonen. Den Wassermelonen ist richtig viel Zitrone. Und ich nehme der Schale auch einfach. Willst du? Ich habe selber Wassermelonen. Schmeckt echt. Und merkst du den Punkt? Kommt gerade. Das ist überall hier weiß. Na. Hat doch in mein Gesicht ziehen, mehr weiß. Geht. Ein bisschen. Dann sieht man mich wenigstens besser, ne? Willst du, soll ich dir das ins Gesicht klatschen? Kennt ihr nur heute alle Brust oder was so, machst du? Weiß nicht. Jo. Gruppenzwang? Ich hab Brust angekündigt. Wenn Gruppenzwang ist, dann mach ich mit. Ne? Ach so. Warum nicht? Alles Gruppenzwang. Zitrullin, Brust. Gruppenzwang, Brustgruppenzwang, Koffein, Test. Hä? Testo? Was? Ja? Taube, wenn die gleich krank, kackt die genau auf den Kopf. Oh, scheiße, die ist genau über ihm. Boah. Oh, shit. Und auf die Kamera. Das wäre richtig Glück. Man sagt doch, man hat Glück, oder? Ey, letztens hab ich richtig... Wir hatten mal eine Taube auf den Kopf geschossen. Ja, mir auch. Aber Möwe. Mir auch, in Schule. Aber... Mir auch, aber eine Möwe. Nee, und mir war richtig knapp. Letzte Woche bin ich in der Stadt gegangen. Es war so kalt, ich habe meine Kapuze aufgesetzt und in dem Moment spüre ich was, bam. Und dann gucke ich auf meine Kapuze. Oh shit, Digga. Voll Glück gehabt. Da habe ich mich gewaschen. Deswegen immer Kapuze tragen, falls euch jemand auf den Kopf kommt. Jemand. Aber letztens musste ich auch nichts hier kurz zur Bank gehen und auf einmal aus dem Nichts vor meiner Nase so ein Haufen Scheiße. Ich gucke nach oben, einfach zwei Vögel, einfach gleichzeitig geschissen. Allein schon so ein Haufen, ey. Jetzt hat einer bestimmt aus dem Fenster geschissen. Ohne Witz, das war richtig groß. Das war so groß, einfach so ein Haufen. Unglaublich, ich glaube, die hatten beide Durchfall. Digga. Haben die das nicht immer? Ich weiß nicht. Sieht immer so aus. Krasse Taubengeschwür. Ey. Die haben gar keinen richtigen Schließmuskel, glaube ich. Hast du Brot? Das läuft einfach. Brot? Hast du Brot? Dann hast du es reingegangen, ne? Das ist mal lustig.
sag gerade so, stimmt, ich bin ja YouTuber, voll vergessen aufzunehmen. Wir sind jetzt essen. Einer fehlt, aber egal. Wir haben Garnelen, sehe ich hier, Sommerrollen, Mangosalat. Ich habe die Nummer 90 mit Tofu, zweimal Reis. Und was hast du? Rindfleisch mit Nudeln. Du meinst Nudeln mit Rindfleisch? Ja, das war selbe. Richtig cool. Ich habe ja im letzten Video erwähnt, dass ich Schulterschmerzen habe und so eine Produktionsfirma von mobilen Massagegeräten hat das Video gesehen und haben mir hier ein Exemplar zukommen lassen. Und zwar ist das von Nipo. Und die meinten, warte mal, ich muss das fokussieren. So, und das Gute ist, die meinten, Oscar, wir schicken dir das zu, probier es aus. Wenn es gut ist, kannst du es ja erwähnen, wenn nicht, dann nicht. Und ich habe es ein paar Mal ausprobiert und ich erwähne das im Video, weil ich bin extrem dankbar, dass sie mir das geschickt haben, weil ich finde es richtig geil. Man kann es hier anmachen und da drehen sich so Kugeln drinne und erzeugen Wärme. Und das Geilste ist, du kannst selber den Druck erzeugen. Das heißt, ich habe hier so zwei Schlaufen und dann kann ich entweder doller ziehen, den Druck erhöhen oder leichter, wenn es zu doll wird. Und ich kann zum Beispiel den Nacken massieren. Das ist da richtig gut gerade, weil ich habe hier so an der Seite so irgendwie schlecht geschlafen, jetzt hier so eine Verspannung und deswegen, das ist so doll, ne? Das ist so wie, als würdest du eine echte Massage machen, weil das, diese Kügelchen da drin sind so konstruiert, ich sehe voll behindert aus damit, egal, dass die einen auf denen nicht nur sich drehen, sondern sich drehen und deinen Körper reinziehen. Ich weiß, ich kann es nicht erklären, aber ist ein geiles Teil, richtig gut, guter Ingenieur, von guten Ingenieuren entworfen, das merkt man. Dann kann man hier halt so festziehen und ich massiere mich echt überall damit. Am unteren Rücken, das wechselt auch immer von alleine die Seiten, am unteren Rücken, in der Mitte, im Nacken, an der Schulter. Ich massiere mich sogar, ohne Scheiß, wenn ich Brustmuskelkater habe oder so, mache ich den hier. Das tut so gut, ne? Oder am Arm hier, am Bizeps, vielleicht sieht man das. Das ist ja wirklich, ich brauche nur ranzuhalten und der geht richtig rein in den Muskel und das ist echt praktisch wie Mobility, nur dass man sich nicht so viel anstrengen muss. Auch meinen Arsch und so meine Oberschenkel mache ich alles damit. Bin voll faul geworden. Mit Dings, mit so einem Triggerball mache ich das auch, aber wozu, wenn man im Bett liegt, am Laptop, kann man sich das Teil hinterm Kissen packen und einfach nur chillen, einfach genießen und das wird echt schön warm. Und die Wärme bewirkt, das hat mir mein Physiotherapeut gesagt, dass die Muskeln sich entspannen, gelockert werden und dann kann das Gerät noch besser reingehen. Also Empfehlung von mir, ich werde euch das verlinken, Nipo Massagegerät in den Kommentaren und auf meiner Seite mit meinen ganzen Empfehlungen, fitnessoscar.com/shop. Oh, richtig gut, gerade meine Schulter, Digga. Puh. Das ist meine letzte Mahlzeit, beziehungsweise Snack. Ich habe hier ein paar frische Gurken aus Tapias Garten. Aber sind richtig lecker mit Sour Cream als Dip. Ich habe ein bisschen Knoblauchsalz noch rüber gemacht. Ein Gerstengras mit Orangensaft und ein Shake, einen kleinen 35 Gramm, nur Vegan Blend. Müsste ich eigentlich gar nicht, aber ich will noch ein paar Kalorien reinkriegen mehr. Ein paar Eiweiße halt. Ich komme auf 150 Gramm Eiweiß heute. Sogar komplett ohne Fisch oder Fleisch. Also es geht auch. Ist kein Problem. Ist ja 2 Gramm Eiweiß für mich pro Kilogramm Körpergewicht. Kohlenhydrate habe ich 260 und Fette, viele Fette heute, 180 Gramm Fett durch die Kokosmilch. Da ist ja Minimum 300 Milliliter drin und das ist halt mega fettig, aber trotzdem nicht so schwer, irgendwie richtig gut zu verdauen. Stellt euch mal vor, ihr würdet 300 Milliliter Sahne trinken oder halt anstattdessen Kokosmilch. Ich finde, die Kokosmilch ist, also ich kann sie besser verdauen. So, ich persönlich. Das war's. Danke fürs Freunde und wir sehen uns hoffentlich alle im nächsten Video.